Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Köln-Karriere aus FIFA 23. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge alleine mit Hendrik gut überstanden. Ich bin wieder da, ich bin wieder gesund. Ich kann euch das alles mal im Stream erklären, was los war. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Auf jeden Fall steht heute so einiges an. Ich habe schon die Ergebnisse gesehen aus der letzten Folge. Hendrik hat sich so lala angestellt. Gegen Nizza vielleicht nicht so gut, aber oft 1-0 in Highlights gewonnen. Und wir haben heute auch wieder vor, dreimal in Highlights zu spielen. Ein ganzes Spiel. Ihr werdet noch sehen, was wir spielen. Aber am Anfang machen wir eine Sache. Und zwar das Szenario. Ihr habt es mal wieder geschafft. Auch die zweite Episode hat direkt mal die 200 Likes weggeknackt, bevor überhaupt die dritte Episode rauskam. Also wirklich geisteskrank. Vielen Dank für diesen Support. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange. Wir drehen mal wieder am Rad. Und hier sehen wir das Rad. Jetzt sind natürlich nur noch 12 Entries übrig. Lampard Weak Foot war das in der letzten Episode. Und wir drücken einfach mal. Und wir bekommen, was bekommen wir raus? Es dreht immer noch. Es dreht komplett am Rad. Ich bin gespannt, was rauskommt. Es ist Twin Towers. Weißt du, was das heißt? Ja, das heißt natürlich, dass wir jetzt mit Tigges und mit Dietz zusammen vorne im Sturm in der nächsten Partie spielen werden. Steffen Baumgart hat einiges vor. Er möchte Modest und Anderson 2.0 haben. Einfach Jalla Flanken in den Strafraum und einfach zwei Türme drinstehen haben. Und ich sage nur so viel, der Gegner passt dazu eigentlich. Also wenn wir hier Bundesliga gucken zu zweit, der VfB Stuttgart ist jetzt nicht das beste Team, wenn da hohe Dinge in den Strafraum segeln. Das stimmt. Ehrlich, wirklich leider. Weil, also, die haben ja wirklich gute Kopfballspieler, aber irgendwie... Unfassbar, Digga. Mafropanus ist so ein Schrank. Und bei jeder Ecke stehen kommt einfach der falsch. Kleinste Spieler und köpft dann scheiß Eckballtor rein. Das kann wirklich nicht sein. Ich hab immer so einen Hals. Immer. Zu Recht. Und hier seht ihr das Team, das uns tragen soll. Natürlich, wie gesagt, Dietz Tick ist vorne drin. Dafür haben wir Schindler und Kenne noch auf die rechte Seite gemacht, damit die hier die Flanken ordentlich reinbuttern können. Und wir gehen einfach mal in die Höhepunkte. Jetzt geht es natürlich nur noch darum, wir haben jetzt keine Kontrolle. Wir müssen jetzt auf Gelegenheit zur Flanke hoffen, ne? Halt wirklich. Oder eine Ecke. Boah, scheiße, ich kann ja immer noch nicht, ne? Gut, dass du jetzt dran bist. Ich weiß auch nicht, ob ich dir jetzt so viel sage. Du hast doch die letzte Folge allein gespielt, ey. Ja, aber die Ecken kamen trotzdem schlecht. Oh. Ah. Bring rein. Nee, du bringst ihn rein. Da ist keiner. Okay, das ist aber Dietz. Komm. Imagine. Tim hat studiert. Oh. Und die kommt richtig gut. Die kommt auf Dietz. Oh mein Gott. Oh nein. Die haben Weltklasse. Bleib du in der Mitte. Ja. Ich bin da mit Kenne noch am Pesen. Der sieht da nicht so aus, als ob er am Pesen ist. Ja, aber der kommt gleich. Oh, jetzt wird es nochmal spannend. Thiago Tomás. Boah, richtig gut. Thiago Tomás nochmal abgeblockt. Den müssen wir einfach nur rausköpfen, dann ist das Ding nämlich bereinigt. Und das ist auch passiert. Aber hier kommt direkt der nächste Alleingang. Ich hab Kenne, alles gut. Okay, dann orientiere ich mich mal so ein bisschen zwischen die zwei Jungs. Ja. Boah, Kenne, gib mal Gas jetzt. Der braucht ja Ewigkeiten. Ja, Tomás. Darf jetzt nicht rüberlegen. Sehr, sehr stark gemacht. Haben ihn verwirrt. Haben ihm einfach alle Optionen offen gelassen. Und Gelegenheit zur Flanke. Da ist das Ding. Wir sind bereits in der 64. Minute. Falls ich dich nochmal erinnern darf, ich versuche nicht zu grätschen bei der Flanke. Ja, ja. Ich versuche hier einen in die Mitte. Okay. Nochmal die Gelegenheit zur Flanke. Schwirten ist drin. Schwirten ist anscheinend drin. Kommt jetzt zu seinem Bundesliga-Debüt. Und die Flanke kommt auch. Nochmal. Nochmal eine Flanke. Auf Tigges! Oh. Junge, da hätten wir schon was draus machen können, finde ich. Mhm. Aber ich habe letzte Episode auch gesagt, Highlights kommentieren ist so brutal hektisch, das ist so lustig. Aber ich finde es einfach geil, weil einfach niemand weiß, was so geschieht. Och man, warum hat denn Stuttgart so viele Chancen, Alter? Ja, das ist ein gutes Team, würde ich sagen. Jetzt kommt erstmal eine Ecke, die müssen wir jetzt verteidigen. Ich gehe mit raus, weil ich habe eh Kingsley Schindler. Ich glaube nicht, dass er ein Kopfballduell in der Mitte gewinnt. Und Uth wurde eingewechselt. Kann sein, dass nicht mehr die Twin Towers vorne drin sind. Das ist natürlich frech. So war das nicht geplant. Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal verteidigen. Es könnte natürlich auch die letzte Chance sein in der 84. Man weiß es ja nicht. Oh. Aber das machen sie gar nicht so schlecht. Muss man ehrlich sagen, Endo mit dem Abschluss und die Ecke gibt es nicht nochmal. Und es war auch die letzte Chance. 0-0. Ja, man holt einen Punkt mit. Wäre aber auch ein bisschen mehr drin gewesen, sag ich. War halt zu Hause, ne? Ja, und die Ticket-Chance nach einer Ecke war schon groß. Ja. Vielleicht haben wir aber auch den Grund gefunden, dass wir hier so oft 0-0 oder so wenig Tore überhaupt in einem Spiel passieren. Marvin Schwebe hat die meisten Spiele ohne Gegentor in der Bundesliga.
Jetzt gilt es halt, den Angriff so ein bisschen zu pushen und dann haben wir hier eine richtig gute Ausgangslage. Und jetzt kommt es auch zu unserem ersten Ausflug im DFB-Pokal und zwar in Runde 2 gegen Erzgebirge Aue und wir haben sogar ein Heimspiel. Also, wie kann das sein? Ich weiß nicht, aber in FIFA ist es glaube ich nicht so wichtig, ob du da höherklassig bist oder nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir hier eigentlich definitiv weiterkommen. Und hier ist dann auch die Mannschaft, führ uns mal so ein bisschen durch. Also ich kann mal sagen, Lemperle Uth vorne drin ist komplett neu und an sich ist auch viel neu, ne? Ja, genau. Thielmann haben wir im letzten Spiel geschont, dass wir jetzt hier quasi unseren kleinen Superstar haben in der Partie gegen Aue. Ansonsten komplett neue Innenverteidigung. Schmitz ist drin, Pokaltorhüter Horn ist drin, Petersen auf der linken Seite, Meiner auf dem linken Flügel und Joshua Schwirten auf der 8er-10er Position mit seiner 59 direkt. Perfekt. So, alles ist angerichtet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die Highlights und schauen, was da auf uns zukommt. Alleingang in der 33 ist schon. Ah, wer ist das? Mark, oder? Ne, ja, das ist Mark. Du bist da. Mhm. Ich komme hinterher, aber den wolltest du selber machen. Ich bin mies am Start mit Mark Uth. Mark Uth mit seinem starken Linken. Also, einfacher geht's nicht. Einfacher geht's halt wirklich einfach nicht. Der ist einfach komplett alleine aufs Tor zugelaufen. Ja, das war's halt. Kann man jetzt in der Wiederholung sehen, wer den Pass gespielt hat? Wahrscheinlich nicht. Nee, kommt gar keine Wiederholung. Da wird jetzt fertig gejubelt, alle rasten aus, beim 1-0 gegen Aue in der 30. Und dann machen wir weiter. Gelegenheit zur Flanke. Zweite Halbzeit. Oh, guck mal, kurz. Ja. Niedrig aber. Lemperle mit dem 2-0. Das geht doch einfach hier. Also das sind die einfachsten Highlights, die ich glaube, in meinem Leben jemals gesehen habe bisher. Der trägt nur noch Aue so übelst viele Alleingänge und spielen den 3-2. Oder nicht? Nee, wir haben wieder eine Gelegenheit zur Flanke und in der Mitte sind wieder alle frei. Zweiter Pfosten, Lemperle würde ich sagen. Ja. Thielmann, okay, kommt auf Uth. Ja, Baumgart wäre jetzt nicht happy, aber Junge, ist das einfach. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, da steht wieder gar niemand. Da steht einfach niemand. Wer macht den Doppelpack, Uth oder Lemperle? Lemperle. Oh! Wir haben hier wirklich Spaß gehabt und sind eine Runde weiter und Aue ohne Chance. Völlig chancenlos nach Hause geschickt worden. Ja, was sagst du denn, Style? Gutes Spiel, oder? Scheiße. Und war das jetzt hier der Dosenöffner für Mark Uth? Ist sein erstes Saisontor gewesen? Oh. Vielleicht hat er so ein Spiel gebraucht. Ja, ich glaube, der hat sich einfach mal so ein bisschen einspielen müssen. Ja, und Stuttgart zieht gleich gegen die Rivalen. Haben wir eben gesehen. 4-0 gegen Karlsruhe. 4-0 gegen Karlsruhe. Statement. Statement. Sehr schönes Statement auch. So, jetzt aber mal ein bisschen was anderes, bisschen Abwechslung, nicht jedes Spiel Höhepunkte, sondern jetzt wollen wir mal wieder in die Schnellsimulation rein, haben Cannon Schindler auf die rechte Seite gebracht, Adamian für Uth, aber ansonsten ist Top 11 und mit Freiburg natürlich auch kein einfacher Gegner, das sieht man in echt immer wieder. Ja, und FIFA verschießt auch noch einen Elfmeter und trotzdem verlieren wir hier 3-0, obwohl wir eigentlich genau ebenbürtig waren. Wer ist eigentlich Röhl und warum macht er 2 Tore? Der war auf der 10, glaube ich. Ja, aber wer ist das? I don't know. Zwischendurch waren wir mal bei den Scouts gucken, aber Harry Young ist jetzt nicht wirklich was, auch eher Leichtathlet und Malinowski. Ja, ist halt auch nicht so richtig was. Er ist auch zumindest mal Linksfuß, vielleicht entwickelt sich das Potenzial ja noch nach oben, aber unsere Scouts müssen echt mal bessere Arbeit machen, ja. Vor allem, weil 2 davon sind echt gute Scouts. Ja. Und jetzt geht's weiter gegen Bernamo in der UEFA Conference League. Da haben wir ja das letzte Spiel relativ entspannt mit 1-0 gewonnen. Hätte auch deutlich höher ausgehen können. Und es ist auch das Spiel, das wir gewinnen müssen, um eben oben dran zu bleiben und uns die bestmögliche Chance weiterkommen zu geben. Es geht in die Schnellsimulation. Wir haben ein wenig durchrotiert. Meiner hat gesagt, er ist gut drauf. Ich möchte jetzt auch ein Tor sehen. Dann möchte ich unbedingt ein Tor sehen. Oder zumindest meine Vorlage wäre auch schon mal entspannt. Und das ist halt nicht gut genug. Wir waren eigentlich richtig gut drauf, muss man sagen. Also 6-2 Chancen, 7-2 Schüsse, 58% Ballbesitz. Aber wir haben halt einfach mal mit 2 Schüssen 2 Buden kassiert. Ist nicht so gut. Ah, guck mal, Meiner, ne? Hat gesagt, du bist gut drauf. Und vor einmal nach dem Spiel sehe ich Meiner mit ungewöhnlich schwachem Spiel. Super, lügt mich euch an. Naja, vielleicht läuft es ja für den Rest des Teams besser. Und zwar jetzt gegen Werder Bremen. Wir sind abgerutscht auf Tabellenplatz 10, aber Bremen auch erst mit 3 Punkten in dieser Saison. Das ist jetzt nicht besonders gut, würde ich jetzt mal behaupten. Digga, wir haben mit 6 Toren 14 Punkte geholt. Alter, guck mal, wie viele Tore so die Teams um uns herum schon geschossen haben. Ja, mehr als doppelt so viel. Dortmund hat 19 Tore und hat 1 Punkt mehr. Und hier sind wir bei den Aufstellungen. Wir haben mit Schindler, Cannon, Martel und Petersen 4 neue Jungs reingebracht, aber ansonsten ist es wirklich eine sehr starke Aufstellung und wir wollen natürlich unbedingt 3 Punkte holen und das auch noch am Controller.
gegen das Team, was wir euch gestern im Video vorgestellt haben, Werder Bremen. Schaut gerne das Video nochmal an, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber so geil wie ihr uns supportet im Moment, denke ich, dass jeder, der das Video sieht, auch das Video von gestern gesehen hat. Aber wie gesagt, wenn nicht, schaut doch nochmal vorbei. Trotzdem, jetzt haben wir erstmal keine Sympathien für Werder Bremen und wollen ja einfach nur die 3 Punkte mitnehmen. Mit möglichst vielen Toren, oder? Ja, also es wäre schon schön, wenn unsere Stürmer halt auch mal wirklich regelmäßig treffen. Wir schicken mal Marc Uth auf die Reise. Ist eigentlich nicht immer eine gute Idee, aber hier hatten wir keine andere Wahl. Und Uth probiert es einfach mal aus spitzem Winkel. Bisschen eigentlich gefährlicher, als ich dachte, oder? Ja, dachte ich auch. Also das Beste draus gemacht mit seinen Möglichkeiten. So, und wir machen einfach mal wieder diese Seite. Und dieses Mal geht es aber über Marc Uth. Marc Uth geht nochmal in die Mitte. Marc Uth legt ihn sich auf seinen starken Linken. Kriegt ihn aber nicht im Tor unter. Boah, sehr stark rauskombiniert. Und jetzt müssen wir abgehen mit Kingsley Schindler. In der Mitte kommt Tigges hinterher. Der ist natürlich nicht so schnell wie Schindler. Kommt aber am zweiten Pfosten. Schindler macht's alleine. Und gute Parade von Dudu. Boah, Kennen macht mal Meter über außen. Kennen macht übelste Meter über außen. In der Mitte wartet Tigges, aber die Flanke ist wieder zu kurz. Zweiter Ball müsste bei Skiri landen. Ljubicic auf Uth mit dem 1:0. Geiler Pass von dir. Mit dem Halbzeitpfiff. Ljubicic hat die Übersicht. Und Marc Uth den richtig guten linken Fuß. Und er hat einen Dosenöffner gehabt. Ein paar Spiele zuvor. Wirklich. Und ich habe wirklich gehofft, dass du siehst, dass da Uth noch steht und nicht selber drauf schießt. Weil so ein Getummel im Elfmeterraum schießt man einfach mal gerne. Aber Henrik hat das Auge da und köpft den Ball, spielt den Ball nochmal einen weiter. Und es macht Uth natürlich auch Weltklasse. Ja, der Abschluss ist auch eiskalt. Ja. In perfekter Stürmermanier kommt er dann noch am Ball. Zum Glück natürlich auch kein Abseits. Geiles Ding. So, weiter geht's in Halbzeit 2. Ist natürlich jetzt gut gewesen für die Moral, den Treffer so kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Und vielleicht kommt Uth hier wieder. Nee. Boah, was ein Ball auf Oliver Berg. Oliver Berg aus der Distanz. Junge. Warum läuft der nicht? Ich habe gedacht, EA hat sich... Raus. Jetzt läuft er. Ich habe gedacht, EA denke ich so, nee, ich muss nicht laufen, ich schieße ihn einfach von da rein. Ja. Sicheres Tor. Hätte ja mal wieder kurz ausgeführt. Verteidiger von Bremen am Ball, Oscar Valente, vors Tor, Füllkrug, kein Abseits. Bitteres Ding. Da verschätzt sich Schwäbe halt einfach mal ganz entspannt. Ein bisschen. Ecken kurz von der CPU sind immer fies. Ich sag's euch, wie es ist, weil da ist deine Hintermannschaft so unsortiert und rennt in 15 verschiedene Richtungen. Dann kommt Schwäbe noch zu spät, kriegt noch den Stollen über den Kopf gezogen. Kein guter Moment. Kein guter Moment. Ja. Kriegt er den? Den kriegt er noch. Das ist die Geschwindigkeit von Linden Meiner. Dann die Außenrissflanke. Die sind wirklich geil in FIFA. Ich weiß, die sind Hardcore-OP, aber sehen einfach geil aus. Tigges behauptet den Ball hier gegen 2 Leute. Ist jetzt in einer sehr guten Position. Bisschen komischer Schuss. Ja, ich wäre vielleicht sogar noch gegangen ein bisschen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Und jetzt ist es wieder Bremen. Dosun in die Mitte auf Starge und Buchanan gegen Schwäbe. Der Ball kommt vors Tor. Und zum Glück wird er rausgeschossen. Und jetzt schickt der Meiner mal auf die Reise. Linden Meiner an den zweiten Pfosten. Da steht Adamian. Adamian mit dem Kopf. Bisschen zu hoch. Pedersen behauptet den Ball. Oh. Lemperle wird super weggegrätscht. Das ist ja die beste Grätsche aller Zeiten gewesen. Können wir auch. Ja. Ordentlich in Bedrängnis selber gebracht. Der Powershot von Füllkrug. Was ist denn das? Der Powershot. Kenn ich nicht. L1, R1. Gleichzeitig gedrückt hat Niklas Füllkrug da. Also man wusste, dass das Ding reingeht oder was bei der Animation? Man weiß nicht, dass er reingeht, aber man weiß, dass er ziemlich stark kommt. Und ehrlicherweise ist das ein ultra geile Wiederholung. Habe ich gestern auch einkassiert. Oh, was? Ey, Bremen hat auch einfach Glück. Kannst mir erzählen, was du willst. Bremen hat wirklich sehr, sehr viel Glück. Und holt sich hier wahrscheinlich den ersten von ihren Saisonsiegen. Oh Junge, ey, das kann es wirklich nicht sein. Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, würde ich sagen. Safe. Wir waren am Anfang so dominant. Irgendwann hat Bremen dann das Ruder selbst in die Hand genommen. Haben gedacht, ja, wir können ja auch ein bisschen Fußball spielen. Und dann mit ein bisschen Glück, mit dem geisteskranken Schuss von Füllkrug und einem kleinen Fehler von uns, damals in der Defensive, wird das dann hier ein 1:2. So, wir machen weiter. Und zwar direkt das nächste Spiel gegen ein Kellerkind. Und zwar den VfL Bochum. Die haben 5 Punkte, also jetzt ein weniger als Bremen. Bremen hat mit dem Sieg übrigens den 17. Tabellenplatz eingenommen. Und wie gesagt, es war ihr erster Sieg. Naja,
gucken wir mal, dass wir nicht zum zweiten Mal in Folge gegen den letzten verlieren. Wäre kritisch. Und damit das auch nicht passiert, Full Send, Top-Aufstellung rein in die Schnellsimulation. Komm, knall Johansson da die Dinger um die Ohren. Das machen sie. Tigges und Kainz waren überlegen. Aber auch erst in der zweiten hat er dann die Tore gemacht. Aber vielleicht war es jetzt so der Startschuss. In der letzten Episode habt ihr es gesehen. Nizza hat mir komplett den Arsch versohlt. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen großen Bruder geholt. Wir spielen jetzt zusammen. Nee, aber Spaß beiseite. Wir müssen uns an denen rächen. Die haben mich 4-0 geschraubt. Wir sollten uns auch rächen, damit wir hier oben dran bleiben. In dem Sieg sind wir punktgleich. Das ist unsere Aufstellung. Wir gehen in die Höhepunkte rein. Kennen wir drin, um die Alleingänge doch noch einzuholen. Ah ja, da ist er. Der erste Konter durch die OGC Nizza und Kennen ist direkt bei mir angewählt. Also muss. Der soll das. Jetzt hätte ich gerne den Gegenkonter. Haben wir den? Den haben wir. Stand da oben gerade Konter für Köln? Oder, also, habe ich mich verlesen? Und da stand eigentlich Konter Köln oder war das einfach nur ein Fail? Egal was es war, es war nicht das 1-0. Ich war gerade komplett abgelenkt. Ich war auch ein bisschen verwirrt, aber es war unser Angriff im Endeffekt. Und jetzt, oh, ja. Sehr guter Angriff. Okay, Tickets, ich laufe einfach geradeaus und versuche das Ding einzuschrauben. Das mach es selbst, ich versuche den Abstauber irgendwie zu kriegen. Ja, kriegst du hin. Tigges! Tigges! Mit dem 1-0. Ne, Dietz ist es doch sogar. Chip Cheats ist es sogar. Deswegen hat er es auch geschafft, weil er ein bisschen schneller ist. Ja, und weil er einen rechten Fuß genutzt hat, anstatt seinen starken linken. Dietz ist Linksfuß? Ne, Dietz ist Rechtsfuß. Deswegen, es war gut, dass er einen rechten Fuß genutzt hat. Tigges wäre Linksfuß gewesen, deswegen habe ich irgendwie versucht, noch mit dem linken zu schießen. Egal, Konter nicht. Wir müssen schon wieder weitermachen. Stimmt, hast du recht. Hab vergessen, dass es so schnell geht. Aber sehr geil. Führen wir schon mal 1-0. Okay. Ja, was? Aber ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass Tigges Linksfuß ist. Ich meine, er ist Linksfuß. Das kann nicht sein. Ich wollte ihn ins Ausschießen, damit der Konter vorbei ist. Und er schießt den Gegner an. Ich habe ins Ausgezielt. Und es geht direkt weiter mit Nizza. Freistoß aus dem Halbfeld. Andy Delort bringt ihn irgendwo wahrscheinlich in die Mitte, würde ich behaupten. Und wir müssen ihn einfach nur wegbekommen. Mit Schindler. Och Bruder, wie kann man denn so viel Pech haben? Ja, wie kann man denn so dumm hinfallen auch? Ja, super. Ach, weil wir ihn nicht kontrolliert haben. Okay, gut zu wissen, aber. Ja, sehr gut zu wissen. Wenn wir jetzt kein Tor kassieren, das ist ja dann wenigstens ein Learning. Gut, das ist auch mit Tor ein Learning, aber. Junge, was ist denn mit dieser Simulation jetzt los? Wir haben noch 15 Jahre den Ball gehabt. Ehrlich. Digga, ich schwöre bei Gott. Ich wollte diesmal nicht wegschießen, damit es nicht weitergeht. Ah! Ein sehr unglückliches Spiel. Also das Spiel geht auch zu 50% auf EA's Cup. Ja, und jetzt ist vorbei, oder was? Mehr sage ich da nicht dazu. Ist einfach nur frech. Das war das fünfte Spiel in der Gruppe, oder? Ja, wir haben noch eins. Das heißt, es entscheidet sich jetzt am letzten Spiel in der Conference League, ob wir überhaupt weiterkommen. Ja. Ei, wahrscheinlich. Im direkten Duell auch. Oh Gott. Das kommt in der nächsten Episode? Kommt in der nächsten Episode. Ihr wisst, was zu tun ist. Nächste Folge einschalten. Punktgleich mit Nimwegen. Beide 7 Punkte. Wir sind vor, weil anscheinend der direkte Vergleich gegen den Konkurrenten zählt. Bei einem Unentschieden wären wir zum Glück weiter. Ja. Wenn Nimwegen uns da wegschießt, bei uns im Stadion, sind die halt weiter. Und wir komplett raus. Es gibt keinen Wettbewerb noch darunter, wo wir reinrutschen könnten als Dritter. Deswegen ist das jetzt schon so ein kleines Do-or-Die-Game um ein paar Millionen, würde ich sagen. Ja. In der Bundesliga ist es bisher noch nichts Besonderes. 5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Schaltet aber, wie gesagt, für das Duell um das Weiterkommen in der Conference League auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder ein. Was müssen wir noch machen? Lasst noch ein Like da, ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr noch nicht auf Twitch vorbeigeschaut habt, schaut da gerne mal vorbei bei Common Streams. Lasst da gerne ein Follow da und aktiviert da die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir da streamen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh.